Ja, der heutige Heiligabend fällt auf einen Sonntag. Die Läden sind geschlossen. Somit gibt es auch nicht mehr die Chance für Last-Minute-Einkäufe bis zum Mittag. Das Ganze war zwar seit langem absehbar und dennoch haben es wieder viele nicht geschafft, rechtzeitig alle Geschenke zu besorgen. Wir haben uns umgehört und auch nach Geschenketipps für die allerletzte Minute gefragt. Kurz vor Weihnachten gibt es hier noch mal ordentlich zu tun. Alles. Weihnachten kam für so manchen mal wieder überraschend. In letzter Sekunde soll jetzt noch das passende Geschenk her. Meine Tochter wünscht sich so Edelsteine zum Ausklopfen und genau, die hoffen wir mal, dass wir die jetzt noch bekommen. Für Einzelhändler ist das Weihnachtsgeschäft die Hauptumsatzzeit. Hoch im Kurs sind neben Klassikern wie Lego, Playmobil und Gesellschaftsspielen auch Gutscheine für den Notfall. Aber viele sind doch auch sehr nachdenklich, was ist das richtige Geschenk. Und teilweise bedarf das auch der Gedanken bis zum letzten Tag und dann wird genau das auch gekauft. Bis zum letzten Tag warten, eine Taktik mit Risiko, die bei einigen aber offenbar unvermeidbar ist. Ich muss tatsächlich gleich nochmal los. Ich bin voll im Weihnachtsstress dieses Jahr. Deswegen wahrscheinlich nach Feierabend einmal noch schnell in die Stadt. Ich habe dieses Jahr viel um die Ohren gehabt und habe ich nichts vorgeplant. Für alle 6 Geschwister brauche ich Geschenke. Einige sind da besser organisiert. Da bleibt Zeit für andere Dinge. Schon alles besorgt. Schon alles in trockenen Tüchern. Ja, wir machen noch hier ein bisschen Besichtigung und gehen über den Weihnachtsmarkt. Wir hatten schon relativ früh alle Geschenke zusammen, aber manchmal fällt einem ja dann zum Schluss noch was ein. Na und ob man das dann noch kriegt? Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Edelsteinen aus? Also sind nicht die Edelsteine geworden, sondern eine Unterwasserwelt zum Auspacken und ein Kuscheltier. Und wenn die Last-Minute-Geschenke dann doch nicht gefallen sollten, nach den Feiertagen kann ja nochmal umgetauscht werden. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.